So, hallo, wir machen weiter bei Kaizo Kindergarten. Und das letzte Mal haben wir uns fast ohne Save States durch das Schlusslevel von Welt 1 gekämpft. Nein, wir haben also gesavestated, aber ich habe was erfahren. Und zwar, wenn ich jetzt hier starte, ja, dann haben wir ein Problem. Denn, seht ihr, was ich sehe? Die Yoshi-Coins werden nicht gespeichert. Tatsächlich. Das ist absolut suboptimal. Man muss also. Das ist echt nicht gut. Man muss also für alle Yoshi-Coins immer in der gleichen Session bleiben. Ja? Und um zu den Dingen zu kommen, die für die Yoshi-Coins überhaupt relevant sind, muss man den Zweispieler-Modus nutzen. Wer soll das denn wissen? Das ist wahrscheinlich einer dieser tollen Trolls, die er da eingebaut hat. So. Damit habe ich jetzt meinen Save überschrieben, aber was will ich tun? Also wir spielen jetzt nochmal kurz durch mit Saves, damit es schneller geht. Und holen uns die Yoshi-Coins. Weil was, ich kann leider nichts anderes machen, ne? Ich muss das nochmal tun. Jetzt hilft nichts. Aber wir wissen es immerhin besser jetzt schon als später. Weil, naja, so ist halt. Huch, wollte ich nicht. So ist halt besser. Wäre dies in Welt 8 erfahren, wäre es ungünstig gewesen. Dann wäre ich ein bisschen sauer gewesen, ne? Ach, das war da drüben, ne? Genau. So. Zack. Aber das finde ich richtig dumm. Also, Panga, please. Ach, wollte ich nicht. Ja, das ist dumm, wie gesagt. Und vor allem ist mit dem Zweispielermodus, also. Ja, guck, jetzt wechsle ich nämlich. Und, ne? Luigi ist hier. Und da wäre ich nie hingekommen. Weil da kommt man nur hin im Zweispielermodus. At least 5 Dragon Coins. Welcome to First Grade. Here we'll find levels that I have created but not yet released in a hack. These levels are difficult and yonky. The more Dragon Coins you collect, the more levels you unlock. Find all 40 to receive a special prize. Ja, also die kann ich dann wahrscheinlich alle überhaupt nicht spielen, weil die super schwierig sind. Aber. Okay. Aber wie gesagt, das geht überhaupt halt nur, wenn man Zweispielermodus anhat. Super dumm. Das wird wahrscheinlich am Ende des Spiels, wird er dann einem das sagen, dass er das macht, man das. Wie komme ich jetzt eigentlich wieder raus? Hallo? Ach so. Ah ja, klar, ich muss ja über Start Select dann wechseln können. Ja, aber wie gesagt, also das ist blöd. Entschuldigung, aber was ärgert mich dann wieder? Aber hey. Ich habe übrigens versucht, meinen Pro-Controller wieder anzuschließen. Er wird nicht mehr erkannt. Bluetooth will den Pro-Controller nicht mehr erkennen. Ich weiß nicht warum. Ach ja, das war ja der Spaß. So, gleich haben wir's. Nee, jetzt hab ich's verhauen. Ah! Jetzt beim nächsten. Nein, jetzt habe ich es wieder verhauen. Da wäre es gewesen. Ach, komm schon. Ist jetzt halt ein blöder Part, weil ich alles nachholen muss.
aber es hilft nichts. Ich meine, ich bin ja froh, dass es mir gesagt wurde. So. Zwei. Dann können wir aber vielleicht in dem Part zumindest uns schon mal die Dragon Coin 5 Tür angucken. Das ist ja dann auch schon mal was. Ah, es reicht so nicht, ne? Doch, es reicht. Ah, spring halt. So, das war das. Nein. Aber muss ich jetzt jedes Mal... Oh. Das ist ja auch spaßig. Achso, der zeigt es mir hier ja nur. Da muss ich ja noch gar nichts können für... Mist. Mist. Ach, komm schon. Nee, diesmal passt's. Gut. Ja, ja, do not use this. Ach, das war der Spaß, ne? Aber diesmal weiß ich ja, wie es geht. Und was ich tun soll. Nummer 3. Wie schnell das gehen kann, wenn man checkt, was man tun soll. Nun, also. So. Jetzt wechseln wir wieder zurück. Oh Gott, das wird ja großartig. So. Ich bin aber, wie gesagt, ich bin echt froh, dass das jetzt schon bekannt ist und nicht erst später. Das wäre super blöd gewesen, wenn ich da 5 Millionen Yoshi-Coins nach hätte holen müssen. Hätte ich halt dann auch nicht mehr gemacht. Weil Euron sieht das natürlich nicht mehr ein. Gut, tschüss. Dann spring halt einfach nicht. Wo war denn hier die Tür? Ich war. Ach ja, doch, ich weiß es wieder. Zu einem Ding da drüben war die dann. Ja, hier war die. 4. Ja, gar nicht spielen. Kommt mir gerade. So. Ah. Ah. Na gut, 10 Minuten, um den ersten Teil nachzuholen, ist okay.
Jetzt weiß ich allerdings schon wieder nicht mehr, wo überhaupt die Tür hier war. Ach ja, doch, ich weiß es wieder. Logisch. Ja. Guten Morgen. Fünf. Braucht ich den jetzt überhaupt? Oder nee, es war nur fake alles hier. Okay. Alles nur zum Erklären. Ach ja, war ja gar nicht zu Ende. Ich muss ja hier oben rum. Komplett vergessen. So. Jetzt können wir wechseln. Dann gucken wir uns nochmal das erste Level an und werden wahrscheinlich gnadenlos scheitern. Außer es ist ein normales Level, aber es ist ein Panga-Level. Das kann nicht normal sein. Niemals. Motorskills. Let's go. Ah, ich kann wechseln, ja? Nein. Hä? Aber wenn ich nicht wechseln kann, was soll ich denn dann? Da oben steht LR, aber huch, wollte ich nicht. So geht's ja auch nicht. Ach, doch so. I, das ist steuerungstechnisch super ungünstig. Mit den Scroll-Tasten drehe ich mich. Mit den Scroll-Tasten drehe ich mich in der Luft. Ja, da bräuchte ich einen Controller für. Weiß nicht, wie ich... Was? Oh, dann muss ich die Sprungtaste auch noch drücken. Ja, das geht mit der Tastatur halt erst recht nicht. Oh. Ja, wie stoppe ich das denn wieder? Hä? Oh je. Oje, oje. Ja, das wird super unangenehm von Tastaturbelegung her. Na gut. Cool. Das würde ich dann wahrscheinlich mal mit Save-State so hinkriegen, weil ich kann auch in dem Moment gar nicht noch zusätzlich Save-Staten. Das ist jetzt dann die Taste zu viel auf jeden Fall. Oh je. Ja, schade. Wie habe ich das denn auf den Swamp vorhin geschafft? Cool. So. Natürlich kommt da jetzt ein Fisch. Was auch sonst. Das Problem ist, wenn ich es jetzt in Slow-Mo spiele, dann klingt es so.
Das ist nicht gut, ne? Wir probieren es mal ganz kurz. Eine Runde tun wir uns das mal an. Entschuldigung. Oh Gott, das ist halt der ZMZ-Sound, wenn man Slow-Mo macht. Das ist das Problem an der Geschichte. Okay, wartet mal kurz. So. Entschuldigung, ich will es nur zum Austesten, ja? Nein! Wollte ich nicht. Ich meine, wie ist mir klar, dass das jetzt alles... Ah, super toll. Dass das jetzt super langsam ist. Aber so kann ich vielleicht auch zwischendurch mal einen Save-Set setzen. Ich will mir das Level halt mal angucken. Mit Slow-Mo sollte das doch zumindest irgendwie drin sein. Ach, Mist. Hä, komme ich nicht? Oh, das war die falsche Taste. Das ist zurück. Oh Gott, das wird halt... Das ist naturtechnisch echt ungünstig. Also gut, wir probieren es zumindest mit Save State. Jetzt... Ja, aber dann lerne ich wieder zu laden. Das ist auch okay. Dann lerne ich wieder, wie das mit den Save State-Tasten funktioniert hat. So nicht. Siehst du? Guten Morgen. Mann. Das ist gerade so eine reine Controller-Geschichte, weshalb ich hier dumm bin. Siehst du, dann wechsle ich hier wieder zu bald. Warum denn? Und jetzt habe ich nicht... Ich wüsste auch jetzt nicht, wie man... Nein, ich musste die Sprungtaste auch noch drücken. Hä? Ich drücke die Sprungtaste. Warum geht denn das nicht? Hä? Ich drück... Ist mein C jetzt schon kaputt? Habe ich die nächste Taste ruiniert? Hallo? Nein, guck mal, es löst sich ja aus da oben. Da zieht es, das heißt, sieht man es ja. Ja. Hä? Ja, jetzt scrollt er natürlich, klar. Ja, jetzt passt es wieder. Oh Gott, es sind so viele Tasten auf der Tastatur. Guck mal, jetzt passt überhaupt nichts mehr. Jetzt geht er halt nicht mehr hoch an der Stelle. Warum geht er jetzt da nicht mehr hoch? Hey, hör doch auf zu scrollen. Mein Gott. Okay, von vorne. Das ist irgendwie jetzt richtig schief gelaufen. Nein, geh zurück, wechsel doch zurück, du Nuss. Es geht nicht mit Save States, das haut nicht hin. Oh. Weil das Laden, nee, das ist tastentechnisch, geht das überhaupt nicht klar. Nee. Okay, dann spielen wir es halt nur mit Slow-Mo. So, das ist richtig. So. Ja, und da geht es jetzt wieder schief. Ach so, Moment. Ich muss die Taste nicht gedrückt halten. Ah. Ich muss die Spin-Jump-Taste, das R in dem Fall, muss ich nicht gedrückt halten. Ich muss es einmal auslösen und dann wechsle ich zurück. Ah. Ich wechsle zurück. Hallo. Ah, verstanden. Aber... Oh. Okay, dann weiche ich hier aus, weiche ich hier aus und jetzt versuche ich, den zu erwischen. Am besten so, dass ich langsamer falle. Ob das überhaupt noch geht, ist die Frage. Ja, es geht noch.
Und dann springe ich da drüber. Okay, und hier kann ich eigentlich eine Runde chillen. Nee, kann ich nicht, weil dann ist der weg. Haha. Guter Witz. Ja, was haben wir gelacht? Ah, zurück. Nein. Oh Gott. Es sind zu viele Tasten. Es tut mir leid. Es sieht total dumm aus, was ich hier tue. Ich weiß. Aber es sind zu viele Tasten, die ich hier gleichzeitig drücken muss. Wechsel. Uiuiui. So, dann läuft er da eine Runde rum. Darf er aber gar nicht. Ich muss gleich hier runter. Aber wahrscheinlich muss ich die Shell mitnehmen, ne? Ich muss 100 pro die dumme Shell mitnehmen. Ja, hier brauche ich dann den Shell Jump. Okay, zurück. Das ist schon dumm. Das ist schon zu langsam. Okay, dann muss ich hier direkt. Nein, jetzt geht er da hoch. Kann ich nicht mehr verhindern. Kann ich auch nicht mehr verhindern. Das ist halt schon zu langsam hier. Das wäre gut. Das ist nicht gut. Okay. Wir hoffe ich mal, dass ich an der Stelle nochmal die Säge kriege. Sieht nicht gut aus. War knapp. Ach so, ich muss die Sprungtaste ja drücken, nicht die da. Oh, hey. Ich glaube, das reicht nicht mehr. Na, wobei, das hätte jetzt passen können. Und dann wieder auf die richtige Taste. Ah! Dann wieder auf die richtige Taste zurück. Oh, jetzt werde ich bekloppt gerade. Das ist mit dem Controller natürlich viel simpler. Ich drücke halt die falschen Tasten. Oh Gott! Nee, ich muss weiter zurückspulen. Scheiße. Okay, wie sieht's mit dem aus? Nee, das geht gar nicht. Okay, wie sieht's mit dem aus? Nee, kriegen wir nicht, ne? Nee, kriegen wir nicht. Okay, wie sieht's mit dem aus? Nee. Der ist auch schlecht. Okay, der könnte gut sein. Ach, jetzt habe ich nicht gesaved. Toll. Der könnte gut sein. Muss ich halt nur. Ja, jetzt habe ich ein Fass out. Hey, wieso. Boah, die. Habt ihr es gesehen? Ich habe wieder die falsche Taste erwischt. So, jetzt passt's. Okay, jetzt ist alles gut. So. Ich muss dann direkt weiter, also, ja? Zack. Nein! Ich komme nicht zu der Taste hin. Weil ich muss, um die Taste zu drücken, muss ich einmal kurz loslassen. Das ist ungünstig. Ich muss das so machen. So, und jetzt muss ich ganz schnell die Schelme nehmen und dann mich drehen. Okay, und dann passt die Geschichte. Ne, so nicht. Nein! So.
Jetzt passt die Geschichte. Hier kann ich eigentlich sogar Dings. Warte, 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 warte. So. Nee, falsche Taste. Wo ist denn mein E? Was mein E mal war? Da ist es. Hier extra Safe States. Kennt ihr sie noch? Lang ist's her. Oh Gott. So, zack. Ach, und dann muss ich das Drehen aufhören auch noch. Und hops. Und hops. Und da kann ich jetzt so durch. Dok, 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 dok. Ah, den letzten muss ich dann. Oi, 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 oi. Verstanden. Ah, ich bin zu hoch. So, der geht dann runter. Jetzt muss ich den Block hier mitnehmen. Muss damit hier den Block kaputt machen. Damit hier ein P-Switch rauskommt, willst du mich verarschen? Okay. So. So. Weiter drehen, weiter drehen. Wieso dreht das sich denn nicht weiter? Oh mein Gott. Ich muss den sofort loslassen, ne? Ich muss den gleich losschicken und dann ist das viel besser. So. Okay, langsam runter, zack. Einmal drücken. Nein. Runter, schneller runter. So, einmal drücken. Weiter drehen. Okay. Und da muss ich jetzt wieder die Shell holen, in Sicherheit. Ja, gut gemacht. Gut, gut die Shell geholt. Jo. Okay, ich komme da schneller hin, das ist gut. So. Also das schaffe ich ohne Slow-Mo nicht, ne? Das ist praktisch Pit. Ist das praktisch Pit? Ich weiß es nicht. Für mich ist das Pit. Oder halt Panga-Kai, so meinetwegen. Brauche ich die noch? Ich brauche die 100 Pro noch. Ich meine, ich kann sie behalten, von daher brauche ich die mindestens sicherlich. Mindestens sicherlich, genau. Ich kann sie sicherlich irgendwie behalten. Ich muss die mitnehmen. Oh, komm schon. Oh, komm schon. Und hier ist, wie gesagt, noch das zusätzliche Problem. Vielleicht ist es mit Controller gar nicht so schlimm. Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, es gibt's doch nicht. Das ist gerade mein Hauptproblem, dass ich halt. Ja, okay, ich kann sie mitnehmen, dann brauche ich sie auch. Das ist wie. Nein! Das ist, wie gesagt, gerade mein Hauptproblem, dass ich von den Tasten her das so ungünstig drücken müsste. Das kriege ich nicht hin. Ach, verdammt. Wir können ja mal wieder auf normale Geschwindigkeit gehen. Es ist utopisch mit ohne Slow-Mo. So, aber hier konnte ich zumindest wieder ein bisschen chillen. Wechsel. Mitnehmen. Ah, ja, und jetzt habe ich die nicht gedrückt, die Sprungtaste dabei. Gott, oh Gott, oh Gott. Wechsel. Zack. Wechsel. Gott, was? Ich guck nur mal, was kommt. Ich brauche mit Sicherheit noch die. Ja, moin. Jetzt erwischt sich nicht den Block, ne? Okay. Aber ich brauche die Shell hundertprozentig noch. Ich meine, ich kann sie hier an der Stelle haben. Dann brauche ich die auch.
werde es trotzdem probieren, einfach nur um zu gucken. Wenn ich sie verlieren sollte, werde ich es trotzdem probieren. Einfach nur um zu gucken, was noch so geht. Oh Himmel! Es ist ja so schon mit der Tastatur echt ungünstig. Warte, komme ich nicht direkt zu dem hin? Nein. Ah, das wäre mit Tastatur so viel angenehm. Ohne Tastatur so viel angenehmer. Glaube ich. Ich weiß es nicht. So ist es auf jeden Fall eine Qual. Habe ich, glaube ich, schon gesagt. Okay, der trifft automatisch. Das ist gut. Na, da ist der Block wieder. Okay, aber der trifft automatisch, das ist sehr gut. Dann muss ich mich hier überhaupt nicht. So, was kommt jetzt? Ich muss die Shell nicht mitnehmen. Willst du mich veralbern? Weil ich kann sie jetzt gar nicht, ne? Durch die Tür kann ich sie eh nicht mitnehmen. Wieso macht man es denn dann da so kompliziert mit der Shell? Jetzt könnte man sie noch mitnehmen, ne? Oh je. Aber wie gesagt, das ist. Es ist halt. Ich würde es ja gerne mal probieren mit Controller, aber der will ja gerade nicht. Dann habe ich immer noch das Problem, dass ich mit dem Pro-Controller nicht wirklich gut Save-States laden kann. Nee, komm. Wir gucken uns das einfach weiter an. Ich bin noch nicht plötzlich unter die Pitch-Spieler gegangen. Das ist, nein, bin ich nicht. So. Ah ja, da kommt der Fisch. Mister. So, jetzt einmal schnell auf die Säge. Das war viel zu bald. Oder ich nehme die zweimal mit. Geht das? Yes. Oh, jetzt muss ich aber hier schicken. Na, das war nicht so gut. Das reicht nicht. Nee. Also muss ich den ein bisschen besser mitnehmen. Aber auch nicht so gut. So ist okay. Ich wette. Oh nein. Ich muss die doch schon wieder mitnehmen, diese Shell. Hä? Oh no. Ja, das sah jetzt aber besser aus. Wie lange wohl so ein Panga-Raum hier geht? Man weiß es nicht. Das reicht doch niemals! Was? What? Das reicht nicht. Kann ich jetzt machen, was ich will? Das ändert nichts. Muss ich da vielleicht ein bisschen den eher reinladen oder so? Oder hier mehr rumspielen? Ach ja, ich kann bestimmt auf dem blöden Spiny mehr rumeideln.
Nee, kann ich aber eigentlich halt auch nicht, weil der ist ja dann auch weg. Hä? Der will aber nicht, dass ich da drin den Walljump mache zwischendrin so. Und damit könnte man natürlich ein bisschen Zeit schinden. Und das wäre halt. Das wäre es dann aber wirklich komplett. Reicht das jetzt? Nein. Ach, dann weiß ich es auch nicht. Belassen wir es mal bei dem ersten Level hier von. Ich will ja eigentlich Kaizo Kindergarten spielen und nicht Kaizo. Uff. Okay. Okay. Ja, wir belassen es mal dabei. Tschüss. Achso, ich muss so raus. Problem ist, jetzt müsste ich den ersten Raum jederzeit nochmal neu spielen, wenn ich den zweiten nochmal spielen will, ne? Aber werde ich nicht tun. Wir gucken uns die immer kurz an, diese Zusatzlevel, und dann werden wir uns dagegen entscheiden. So machen wir das. Finde ich gut. Ach, ich hätte den sehr. Ja, ich hätte den State. Ich hätte den anderen State nehmen können. Naja. Naja. Egal, jetzt ist es auch wurscht. Jetzt ist es auch wurscht. Jetzt kommt der ganze Quatsch mit dem. War das hier? Wo war das denn? Hier war das, ne? Nein? Ah. Dann war es da drüben nach dem Cooper, ja. Das kann sein. Nee, auch nicht. Wo war denn diese verdammte Tür? Oh, nerv mich nicht. Was nach dem Spiny? Ja. So. 6. So, dann kommt dieser ganze Spaß mit den High Bounce und Low Bounce Dingern. Ich freue mich riesig. Und dann nochmal das Schloss und dann haben wir in einem Part alles über, also, ne? Jetzt wäre es allerdings cool zu sehen, dass da eine Tür ist, die in den zweiten Raum führt, aber die ist halt nicht da. Schade. Machst du nix. Na, dass man, wenn man den ersten Raum schon mal geschafft hat, dann auch einfach direkt den zweiten Raum spielen kann. Müsste ich aber mit 6 jetzt arbeiten. Werde ich das nächste Mal dran denken. Habe ich in dem Fall jetzt halt nicht dran gedacht. Oh, ich liebe es. Das ist halt absolut nicht das, was ich gelernt habe. Mein Gott, ich bin hier in dem Bereich genauso schlecht wie meine Schüler in der Mathe-Schulaufgabe, die ich gerade korrigiere. Ja, die haben auch nicht das gelernt, was sie lernen sollten. Ich habe es auch nicht gelernt. Nur, dass ich das hier nicht in einer Abschlussprüfung später machen muss, um eine gute Note zu bekommen. Ich krieg zwar eine Abschlussprüfung, aber die nützt mir halt nichts. Die ist
ist nichts wert, wenn ich die nicht schaffe. Und wenn ich sie schaffe, ist sie auch nichts wert. Außer vielleicht virtuelle Anerkennung. Yay. Ich bin einfach zu doof dafür. Dankeschön. So, dann haben wir das auch. Nummer 7. Na, da hatte ich's doch. Dankeschön. Entschuldigung für Musik. Für unangenehmen Musikteil, wollte ich sagen. Ich krieg's nicht koordiniert, das gibt's doch nicht. Ah, Junge. Okay, wir gehen nochmal zurück. Von hier aus ansetzen ist besser. Allein schon vom Musikding her. Das macht sonst aggressiv. So, siehst du? Meine ich nämlich. Genau das meinte ich. So. High Bounce. Nee, noch nicht. Erst wieder hier raus und dann wieder High Bounce. Wenn man rennt, kann ich da nicht direkt den ganzen ersten Gruppe überspringen? Ja, kann ich. Will ich, das ist die Frage. Theoretisch ja. Theoretisch ja. Nee. Ist mir anders überlegt. Da habe ich. Bin mir unschlüssig. Ich muss den Sprung ja eh zweimal machen. Ja, moin. Dankeschön. Puh. So, zweiter Anlauf. Ah. Okay, das ist ein besserer State zum Laden für die Musik. Hat sich aber eh erledigt. Oh, kein Fan von diesen Sprüngen. Huch. Warum bin ich denn dafür so unfähig? Ich weiß es nicht. Da war es doch schon wieder fast. Die ersten kriege ich schon wieder hin. Nevermind. Nevermind. Ach komm schon. Dankeschön. Schieß. So, Schluss. Schlosslevel. Das nochmal mit Save States und dann haben wir alles aufgeholt. Das war ein spannender Part. Yay.
darf da nicht hoch, ne? Nein! Gut. War das hier schon? Nein. Was irgendwo im zweiten Raum? Huch. Wieso geht er denn da plötzlich hoch? Nein, da hätte ich speichern können. Gut. Hier auch wieder. Gut. Man war in dem Raum, die auch schon kommen. Ja. Ich erinnere mich. Ja, das ist der Teil, den ich doppelt machen muss. Glaube ich. Oh, das reicht sogar. Oh, ne, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Ah, jetzt wieder. Koopa ist voll überflüssig. So. So. Gut, dass man den Speed nicht noch behalten muss. Aber das am Stück, ne? Ohne Save States. Ja, klar. Nicht bei mir. So. Uff. Großes Uff. Jetzt haben wir alles aufgeholt, das war der Aufholpart. Danke fürs Zuschauen. Nächstes Mal dann tatsächlich links-rechts. Es tut mir leid, aber es war halt nötig. Ihr seht ja warum. Ich kann ja nichts dafür. Und tschüss. Wo geht jetzt die Aufnahme aus? Da.